Grüß euch. Ein kurzer Nachtrag zu den Wolkenzerstörer-Orgoniten. Mir war natürlich klar, was aus dieser Ecke kommt, nämlich sie zerstören ja nur die Chemtrails. Hier wäre anzumerken, also diese Chemie da oben, es wird gesagt, das sind Nanoteilchen, die sich mit den in der Atmosphäre befindlichen Wassermolekülen verbinden. Oder wieder andere sagen, die gesamte Suppe da oben ist Chemie. In beiden Fällen müsste die Chemie verschwinden und die echten Wolken erscheinen. Ja, wenn ihr Chemtrails verschwinden lässt, dann müssten die echten Wolken stattdessen erscheinen und danach echter Regen niedergehen. Tut's aber nicht. Es passiert halt nicht. Das Originalgerät von Herrn Reich hat Wolken produziert, hat Regen geschaffen. Und dann gibt's viele, die darüber berichten, dass sie Besuch von schwarzen Hubschraubern bekommen. Habt ihr euch schon mal genauer angeschaut, wonach diese nach oben gerichteten Metallläufe denn ausschauen? Wonach schaut denn das aus? Und sie merken es immer noch nicht. Und damit hat sie das erledigt. Alles Liebe und bis bald.